Zum Testen von Auto-Machine Learning von Microsoft mit dem ML Builder habe ich hier ein entsprechendes großes Trainingsfile von Kaggle heruntergeladen und hier geht es um Amazon Reviews. Das Problem ist, diese Datei hat 1,5 GB und demnach ein paar Zeilen. Und diese Datei hat aber eine Fixed Size hier, also die ersten, das Label ist immer 11 Zeichen lang. Und ich will das jetzt konvertieren. Die erste Version ist, dass man das quasi in Excel öffnet oder in Excel importiert und dann mit Excel einfach neu speichert. Und dann kommen wir aber zu einer kleinen Herausforderung, die möchte ich euch zeigen und dann, wie man das mit C# umgeht, beziehungsweise eine Kleinigkeit in C#, was der Unterschied ist oder wie man besser große Dateien liest und wie man es vielleicht besser nicht macht. Wenn ich Excel dazu verwenden will, dann sehe ich hier, okay, feste Breite von Zeichen 0 bis 11 und dann funktioniert das so und dann sage ich hier mal laden. Und weil es so schön ist, fängt es an, empfange Daten, ich sehe hier, wie viele Zeilen er lädt und dann kommt irgendwann ein nicht so schönes Thema. Mehr als ins Datenblatt passen, ja, das ist doof, ne? Ja, das wollen wir nicht. Also, abbrechen, so geht's nicht, wir brauchen was Besseres, wir brauchen zum Beispiel C#, um das selbst zu konvertieren. So, also wollen wir mal die Datei selbst konvertieren und dann schauen wir uns mal an, wie wir eigentlich mit großen Textfiles umgehen oder worauf wir da achten müssen. Und zwar würden wir gerne Folgendes machen. Wir sagen, for each Stringline in System, IO, File, read all lines. Ja, da bekommen wir ein Array zurück, wir geben den Pfad an, das ist Source, habe ich in einer Konstante drin, und ich bekomme ein Array zurück mit allen Zeilen und da gehe ich einfach mit Foreach drüber. Wunderbar. Das könnte ich jetzt Zeile für Zeile einfach verändern. Oder ich könnte, was weiß ich, einfach gleich wieder neue Zeilen schreiben. Machen wir mal. Also System, IO, File, Append all lines. Vielleicht machen wir vorher noch eine String replaced line ist gleich String concat line substring. Also wir nehmen mal die ersten 10 Zeichen her, 11 Zeichen her und sagen dann, wir geben ein Strichpunkt dazu, dann brauchen wir ein Anführungszeichen. Dann hätten wir gern den Rest der Zeile, also line.substring von 11 beginnend, den Rest. Und dann hätte ich doch bitte noch gerne wieder ein Anführungszeichen. Ja, selbstverständlich geht hier auch diese Syntax. Also, und auch hier müsste doch diese Syntax eigentlich gehen. Indem wir sagen von Anfang, ups, von Anfang, ups. Von Anfang bis 11. So. Gut, und dann machen wir ein Append Lines in Target und dann geben wir an, okay, wir machen ein New String Array und geben diese eine Zeile einfach rein. So, wunderbar, wenn wir jetzt das Thema mal anstarten und einfach mal schauen, wie es dem Rechner so geht, dann schreibt er ganz fleißig Converting hin und wir sehen, wie der Arbeitsspeicher hier in Visual Studio sehen wir das, wie der Arbeitsspeicher für diesen Prozess so richtig einen, ja, der gibt sich ordentlich was, würde ich mal sagen. Und jetzt sind wir mal so weit auf der Höhe, dass er ungefähr bei 4,2 GB stehen bleibt. Das heißt, er macht offensichtlich doch etwas auch richtiger. Wo er auch ständig, also die gelben Pfeile ist, wenn er wieder Speicher freigibt, ja, wenn der Garbage Collector drüber fährt, also irgendwas macht er schon mal mit den temporären Zeilen. Aber nichtsdestotrotz, über 4 GB Arbeitsspeicher belegt dieser Prozess gleich mal und ganz langsam geht auch die Dateigröße nach oben. Gut, welche Alternative hätten wir, um etwas mehr Speicher zu sparen oder wo liegt das eigentliche Problem? Das eigentliche Problem ist, System.io-File read all lines will Folgendes machen, und zwar will es ein Array definieren,
dass die entsprechende Größe hat, wo alle Zeilen Platz haben und dann auch jede Zeile für sich in dieses Array hineinschreiben. Das heißt, wir laden die gesamten 1,5 Gigabyte in den Arbeitsspeicher rein und erst dann arbeiten wir diesen ab. So, jetzt gibt es aber nicht nur Read All Lines, jetzt machen wir eine ganz kleine Änderung und sagen Read Line. Read Lines. Und Read Lines liefert kein Array, sondern ein IEnumerable. Und die Implementierung von Read Lines ist anders. Hier wird Yield Return verwendet. Und durch dieses Yield passiert Folgendes. Sobald er eine Zeile gelesen hat, arbeitet er diese For-Each-Schleife sozusagen, diese eine Zeile ab. Und wenn er wieder Read Lines macht, dann liest er erst die nächste Zeile von der Datei. Der Vorteil dadurch ist, dass er wirklich Zeile für Zeile liest und sofort abarbeitet. Die Änderung im Source Code bei der Verwendung, habt ihr gesehen, ist minimal, aber wenn ich das jetzt so starte, dann sehen wir uns hier mal den Memory an. Der steht hier auf 16 MB. Oder 12, oder 16, 15, 15 MB. Und der steigt auch nicht mehr weiter. Das heißt, die Applikation läuft jetzt von Anfang bis zum Ende, bis er die 1,5 GB konvertiert hat, ist er sogar wieder etwas runtergegangen, bis er die 1,5 Gigabyte umgewandelt hat, und zwar Zeile für Zeile, nach dem Wunsch, wie wir es hier gemacht haben. Ja, nimm die ersten 11 Zeichen, dann mach einen Strichpunkt und unter Anführungszeichen nimmst den Rest. Und durch dieses Read Lines im For Each und durch das Yield Return, wie das intern implementiert ist, also dass er eine Zeile liest, dann diese Zeile sofort abarbeitet und erst, wenn er mit diesem Schleifendurchlauf fertig ist, die zweite Zeile liest und dann erst die dritte, wenn er mit der fertig ist, bleibt unser Memory, unser Arbeitsspeicher weit unten, ja, bei 16 MB, während er mit Read All Lines ein Array hat und wir nur mit For Each drüber iterieren, also überhaupt keinen Vorteil davon benutzen von diesem Array, aber mehr als 4 GB an Arbeitsspeicher belegen, nur für die Konvertierung und nur durch das kleine Wörtchen All. Hier. Also was ist die Moral dieser Geschichte? Die Moral ist ganz simpel. Wenn wir nur mit For Each drüber fahren, reicht es, wenn etwas ein IEnumerable liefert. Dann müssen wir kein ganzes Array verwalten. Selbstverständlich ist das hier auch nicht die beste Idee. Weil, was muss er hier tun? Er muss die Datei öffnen, muss bis zum Ende der Datei, dann fügt er die Linie oder die Zeile an und dann schließt er die Datei wieder. In der nächsten Schleifendurchlauf muss er die Datei wieder öffnen, anfügen, schließen. Also besser wäre, die Datei oben zu öffnen, zum Beispiel mit einem Stream und dann einfach nur in den Stream anfügen und zum Schluss schließen. Das würde natürlich auch einiges an Performance bringen. Wie machen wir das also mit Stream? Wir brauchen erst einen Stream, den wollen wir öffnen und nachher schließen. Also using System.io StreamWriter. Writer is new. StreamWriter, die braucht den Pfad, wo wir hinschreiben wollen. Target. Und nach dem erfolgreichen Schreiben schließen wir das. Das brauchen wir nicht mehr, das wollen wir ersetzen. Und dann sagen wir einfach Writer.WriteLine. REPL. Natürlich Async und Co. sind möglich. Und wenn wir es jetzt wieder losstarten, jetzt müsste es nicht mehr Speicher brauchen, vielleicht sogar ein bisschen schneller gehen, weil er die Datei zwar auf die Festplatte schreibt, aber wie erwähnt, er muss nicht immer wieder öffnen, ans Ende hin scrollen sozusagen. Ja, so sieht's aus. Ja, fertig. Das ging doch schon mal signifikant schneller mit dem StreamWriter. Also, was können wir uns mitnehmen? Wenn die Dateien groß sind, dann sind die Komfortfunktionen wie Append All Lines, wenn wir das vor allem in eine Schleife machen, wollte ich sagen, dann ist das vielleicht nicht so optimal. Wenn wir nur kleine Dateien haben, ist es absolut egal. Ja, dann ist auch Read Lines und der Stream Reader und Stream Writer die bessere Wahl als diese Sachen, diese Komfortfunktionen. Ja, das ist nur ein kleiner Überblick, wieso, weshalb, warum und wie eine kleine Änderung von 3 Buchstaben zwischen 16 MB und 4,3 GB an Arbeitsspeicher, ja, einen Unterschied machen kann. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.